freue mich, dass Sie alle da sind. Und dank meinen Söhnen, weil ohne die ich das ganz oft gar nicht machen könnte, weil ich da viel Unterstützung habe, mit der ganzen Rumschlepperei oder auch manche Rahmen zu machen, das ist dann nicht so ganz einfach. Und da braucht man dann auch oft starke Männer und da habe ich immer große Unterstützung, auch in meinen Kindern. Leider ist mein zweiter Sohn eben unterwegs nach Sri Lanka, der war aber mit dabei und hat hier alles aufgebaut. Heute Morgen um 5 ist er gegangen, hat ihm auch leid getan, mir auch. Aber gut, 3 davon sind noch da und auch Freunde von mir und es freut mich auch ganz arg, dass sie gekommen sind. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was über meine Bilder. Also fangen wir gleich hier an. Oder hat noch ich mal, also alle meine Bilder sind auf Holz und auf, also mit Seide und Holz. Die Bilder sind Seide, die Rahmen Holz. Und ich male deswegen auf Seide, weil Seide ein spezielles Leben hat. Das lebt einfach für sich selber und man kann es nicht immer so 100% berechnen, sondern man muss oftmals auch gucken, was passiert damit, was entsteht. Auch das Aufspannen ist ganz arg schwierig zu machen, sodass das gleichmäßig einigermaßen wird und man muss dann auch mal zufrieden sein mit dem Ergebnis. Und das ist auch was ich gut finde, wenn man nicht immer nur nach so viel Perfektionismus strebt, sondern einfach auch mal in sich reinguckt, auch schmunzeln kann über die Dinge in sich selber, die vielleicht mal nicht so ganz perfekt sind, so einfach menschlich zu bleiben, entgegen dem, was heutzutage so angesagt, man muss immer perfekt sein und man muss immer ganz toll aussehen und es ist wichtig, was man für Klamotten anhat oder. Und ich wollte einfach mal wieder sagen, man muss auch mal in sich schauen wieder, was da ist, man muss auch mal wieder den anderen Menschen sehen und nicht nur diesen Schein. Und ich beschäftige mich einfach mit den Gefühlen, mit den inneren Welten von mir oder auch von dem, was mir so begegnet. Und das ist dann, was ich versuche in meinen Bildern auszudrücken, Gefühle. Also Gefühle und Gedanken. Manchmal inspiriert mich ein Satz, manchmal ist es auch irgendwas anderes. Also wenn ich die einzelnen Bilder ein bisschen erkläre, dann kann ich das ja auch nicht sagen. Ja, zum Beispiel, das Bild heißt Liebe. Also Liebe ist eigentlich das Wort. Ja. Warum so? Weil, also, weil ich, als ich dieses Bild gemalt habe, habe ich mir überlegt, wann ist es eigentlich Liebe oder was ist eigentlich Liebe? Weil ich einfach festgestellt habe, dass so nach diesem Verliebtsein und nach diesem Trüdelü ganz viele Dinge auch auseinandergehen, weil man Sachen gar nicht mehr miteinander überstehen will oder durchhalten will. So, dann ist halt immer gleich fertig. So. Und ich habe dann, also die ganzen Symboliken, die ich hier benutzt habe in der Liebe, handeln von Freude, von Leichtigkeit, aber auch von Angst, auch von Einsamkeit, von gemeinsamen Dingen, so, von Harmonie, aber auch von Sachen, wenn es mal schwieriger wird einfach. Und dann trotzdem miteinander diese Wege zu gehen, denke ich, bringt einem im Endeffekt auch in so eine Tiefe rein. Und deswegen eben nicht nur rund, sondern auch, dass die Tiefe dargestellt wird. Also bei der Liebe ist es so, dass das Bild selber stellt die Gefühlswelt dar. Der Rahmen stellt das Körperliche dar. Und am Anfang ist es dann so ganz, was immer noch dünn ist und später wird es dann einfach massiver und schützender. So soll der Schutz eigentlich auch dargestellt werden, dass ich mich geschützt und aufgehoben fühle in dieser Liebe. Und wir sind auch Seiten, hat noch was Besonderes gefragt, weil Seiten kann man auch berücksichtigen. Und wenn jetzt hinter Seiten ist es auch gleich, dann ist alles berücksichtigt. Schützende Kraft. Ja, das ist das hier ein Zauber. Das hier ist jetzt Fichte. Und zusammengestellt und dann eben auch aus. Also na? Ja, geschnitzt! Das hat mir jetzt gefehlt. Das, war. Also. Das ist eigentlich Familiearbeit. Ja.
Sie hat das gefehlt gehabt und das gemacht. Und die Männer natürlich brauchen mich nicht. Ja, genau. Das heißt, es ist ein gemeinsames ein Projekt. Ja. Das kannst du mit mir sagen? Oder bist du schon fertig? Ich bin jetzt hier.